Willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einer kleinen Einkaufstour. Wir haben frische Champignons besorgt, dazu Hähnchenbrustfilet, eine Dose Mais, frische Eier. Daraus werden wir einfach ein Pfannengericht zaubern, dazu noch Nudeln oder Reis, damit wir auf eine bestimmte Masse kommen, vielleicht sogar 2 Tage davon essen können. Als zweites Gericht haben wir geplant, eine frische Gurkensuppe zu zaubern, auf Basis des Joghurts. Dazu frische Kräuter, hier Schnittlauch. Rezept dazu kommt dann demnächst online. Das Rezeptvideo für die Tomatensuppe wird auch demnächst online kommen, ist schon gefilmt worden, muss jetzt nur noch bearbeitet werden, sollte diese Woche aber noch online gehen. Ja, dazu ein bisschen was Frisches, Weintrauben isst meine Frau sehr, sehr gerne. Ich habe endlich mal wieder Apfelmus gefunden, das nicht extra gezuckert wurde. Wir kommen hier auf weniger als 10 Gramm Zucker je 100 Gramm. Auch Frischmilch habe ich wieder gekauft, weil ich einfach die Haarmilch nicht leiden kann, denn dieses ultrahoch erhitzte zerstört die Mineralien. Deshalb setze ich auf Frischmilch. Ein anderes Gericht, was wir auch noch diese Woche anstreben, sind einfach Ofenkartoffeln mit frischem Kräuterquark. Hier ein Sack Kartoffeln, dazu der Quark und einfach frische Kräuter aus dem Tiefkühlfach. Und damit wir nicht übers Wasser trinken, ein kleines Geschmackserlebnis, habe ich mir Birnennektar besorgt, 2 Flaschen. Wie man sehen konnte, hier konnte ich nicht an mich halten, ich habe schon ein bisschen was davon getrunken. Und für die Smoothies in dieser Woche habe ich mich einfach mal für gefrorene Wildfrüchte entschieden. Exotischer Mix. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Hatte ich noch nie. Bisher habe ich immer Erdbeeren oder Himbeeren verarbeitet mit ein bisschen Honig. Diese Woche wird es halt ein bisschen exotisch. Dazu dann eben auch eine Dose Joghurt. Ab in den Mixer und fertig ist der Smoothie. Das war's dann auch soweit wieder für die Einkaufstour von diesem Mal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.